Tempel des weißen Lichtes. Nun ist es soweit, denkt Lucius, als er nach langen Stunden endlich die Bergkette erreichen und erkennen kann, von der er in so vielen Legenden von seinen Vorfahren gehört und in Büchern gelesen hatte. Doch jetzt ist es die Wirklichkeit. Er kann die schneeweißen Gipfel erkennen, das grüne Tal und den mächtigen Eingang eines Tempels. Nun, Thandas, dies ist der Tempel des weißen Lichtes, sagte Dradon. Es ist schon eine Ewigkeit her, scheint mir, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Da war ich mit deinen Eltern hier. Von weitem schon wirkt er mächtig und respektvoll. Ein großer Eingang, ein Portal aus Stein gehauen, ein riesiges Bergmassiv. Der Eingang, getragen von 4 Säulen und 2 überlebensgroßen Wächtern, aus Stein bewacht. Ihre Erscheinung flößt herannahenden Fremden Ehrfurcht ein. Der eine Wächter ist ein Krieger, bewaffnet mit einem Schild und einer riesigen Doppelaxt. Sein Haupt wird geschützt von einem riesigen Kragenhelm. Sein Körper einer vielfach geschütteten Rüstung geschützt verborgen, die selbst die Beine und die Knie bedecken. Auf seinem Schild ist das Symbol der Sonne zu erkennen, welches durch eine schräge Linie mit einem Buch verbunden ist. Auf der rechten Seite des Eingangs steht der andere Wächter. Oder besser gesagt, Wächterin. Sie ist eine Frau. Ihre lang gelockten Haare dringen unter ihrem Helm hervor und bedecken Teile ihrer weiblich geformten Rüstung. Sie ist ebenfalls geschuppt wie die des Kriegers. Sie stützt sich auf ein langes Zweihänderschwert, das in der Parierstange ihr Schild berührt. Auch auf ihrem Schild sind Ornamente abgebildet. 3 Kreise, die in ihrer Mitte jeweils eine Sonne vereinen und durch Linien zu einem Dreieck verbunden sind. Als das Königspaar zusammen mit Thandas und Dradon angekommen sind, sind die Truppen versammelt, postiert und haben ein Lager aufgeschlagen. Sie betreten mit Fackeln gerüstet den Eingang des Tempels. Der Eingang ist dunkel und etwas unheimlich. Herunterfallende Tropfen, wie die bei einer Tropfsteinhöhle, können bis zum Schluss gehört werden. Ihre Stimmen hallen in langen wiederkehrenden Echos wieder. Dradon schreitet mit seiner Fackel nach rechts und entzündet an der Wand weitere angebrachte Fackeln. Knisternden, zischenden und schließlich fauchenden Geräuschen entflammen sie. Es wird hell an dieser Stelle des Ganges und weitere Fackeln werden sichtbar. Nacheinander entzünden sie sich und geben mehr Raum und Licht preis. Dem Königspaar und Dradon und Thandas offenbart sich eine riesige Halle, ein Kreuzrippengewölbe auf verzierten Säulen ruht. Die Wände, die Decke, ja selbst der Boden sind mit Reliefs verziert. Es sind Bilder aus längst vergangenen Tagen, die die Geschichte von Illumnetas erzählen. Die vielen Prüfungen, die das Land und die Königspaare bestehen mussten und auch bestanden hatten. Die Freunde schreiten ehrfurchtsvoll an den Gemälden aus Stein vorüber und gelangen nach geraumer Zeit im Innersten des Berges an. Der schier endlose Gang mündet in einer mächtigen Halle. Eine riesige Kuppel wird von Marmorsäulen getragen. In der Mitte der Halle ist ein Steinplateau im Boden verankert, umgeben von 3 Säulen, die durch jeweils eine breite Wendeltreppe aus Stein umgeben sind. Auf dem Boden kann man Linien sehen, eingemeißelt, aber so gerade, dass sie nicht von Menschenhand gemacht sein können. Die Linien kreuzen sich hier und da. Ihr Ursprung ist in den Kreisen zu sehen, die um die Säulen herum eingemeißelt sind. Dradon erkennt die Symbole wieder. Es sind dieselben Linien und Kreise wie auf dem Buch, das er mit sich trägt. Es ist auf dem Einband zu sehen.
Man hatte es in Leder eingeprägt. Doch nun steht er wirklich davor. Es ist der Kreislauf des Lebens. Nun trennen sich die Wege der Freunde für einen Moment. Vorher betrifft die rechte Säule. Es ist die Säule der Liebe, des Verständnisses, der Zuneigung und der Magie der Harmonie. Sie schreitet die ausgetretenen Stufen der alten Wendeltreppe hinauf, bis oben auf dem Plateau eine schier unglaubliche Sicht frei wird. Lucius ist schon fast oben auf seinem Plateau angekommen, da flüstert Tradontanas etwas ins Ohr. Na, dann wollen wir mal die Welt ins Gleichgewicht bringen, damit wir unseren Kampf auch ja gewinnen können. Die Stärke unserer Kraft und die Liebe unseres Königspaars hängt davon ab. Würden wir nicht hier sein, würde ihre Kraft nur halb so groß sein. Hab Geduld, Tandas. Es dauert nicht allzu lang. Warte hier auf uns und biete uns Schutz. Mit diesen Worten verlässt Radon den Heerführer der Weißen Legion und schreitet zu seiner Säule hinüber. Einige Augenblicke später kommt er auf seinem Plateau an. Er schlägt das Buch auf und legt es in eine dafür vorgesehene Stelle, vertieft in einem Podest ab. Von oben sind die Linien und Kreise eindeutig als ein Ornament zu erkennen. Furea, Lucius und Dradon heben die Arme, berühren sich aber nicht, denn dafür stehen die Säulen viel zu weit auseinander. Doch würde man ihre Hände in der Luft mit Linien verbinden, ergebe es ein perfektes Dreieck. Drei miteinander an allen Ecken verbunden. Die Linien am Boden auf dem Steinplateau beginnen plötzlich zu glimmen. Tandas kann es erst gar nicht richtig wahrnehmen. Doch dann wird das Glimmen immer heller. Er blickt zu Dradon nach oben und beobachtet den alten Zauberer, wie er unverständliche Sprüche murmelt. Furea und Lucius haben, wie Dradon, die Augen geschlossen. Die Arme ausgestreckt und die Hände einander zugewiesen. Das gesamte Steinplateau beginnt zu glühen, dann immer heller zu leuchten und plötzlich beginnt es so hell zu strahlen, dass Tandas sich die Augen bedecken muss. Dann bildet sich ein mächtiger weißer Lichtstrahl, umringt von weiteren kleinen, bläulich glitzernden Strahlen an den Seiten. Er schießt förmlich aus dem Steinplateau in die Kuppel und aus einer Öffnung aus dem kompletten Berg heraus. Dieses Schauspiel ist der Weißen Legion nicht verborgen geblieben. Plötzlich wachgerüttelt und fasziniert bleiben sie stehen und bewundern die Schönheit und Größe der Lichtsäule, die unaufhörlich aus dem Berg strömt. Sie reicht weit in den Himmel hinein, durchstößt Wolken und überzieht den ganzen Himmel mit ihrer strahlenden Schönheit. Für einen kurzen Moment wird der gesamte Himmel hell erleuchtet, wie bei einem gigantischen Feuerwerk mit weißen und blauen Feuerwerkskörpern. Etwas so Schönes hatten die Truppen noch nie zuvor gesehen. Sie bleiben lange stehen, um auch nicht das Geringste des Schauspiels zu versäumen. Nach einigen Minuten ist es vorbei. Die letzten Strahlen verenden in dem Berg und der Himmel färbt sich ein letztes Mal blau, um mit dem verglimmenden Strahlen seine ursprüngliche Farbe zurückzuerlangen. Einer der Krieger blickt in das Portal des Berges. Wenn das Licht verglimmt, breitet die Finsternis ihre Schwingen aus, um die Welt zu verhüllen in Dunkelheit. Auf was haben wir uns da eingelassen? Welche Mission haben wir begonnen? Doch ehe er seinen Satz wirklich beenden kann, wird er von einem anderen Krieger unterbrochen, der mit gekünsteltem Gelächter die traurige Stimmung absichtlich zerstört.
Doch im Grunde haben sie alle Angst vor dem, was sie nicht kennen und doch bekämpfen müssen.